jemand hat Arthrose, was kann ich tun? Unter Arthrose versteht man eine Degeneration des Gelenkknorpels, was aber ein natürlicher Alterungsprozess ist. Heute haben wir Lilu, einen deutschen Schäferhund, 5-jährig zu Besuch mit der Besitzerin Diana. Die Besitzer sind bei der Therapie immer anwesend, um den Hund zu beruhigen oder auch bei manchen Übungen zu helfen. Was ziemlich typisch ist bei Arthrose, ist ein Muskelabbau und eine Veränderung des Gangbildes. Die Hunde kriegen dadurch ziemlich oft Schmerzen. Und am allerwichtigsten ist, die Hunde schmerzfrei zu bekommen. Neben einer tierärztlichen Therapie zählt hier auch die Physiotherapie als sehr wichtig. Bei der verspannten Muskulatur arbeitet man mit Wärme. Arthrosehunde sind auch oft sehr wärmeliebend. Das heißt, sie legen sich vor Heizung oder mögen es in der Sonne zu liegen. Im Winter ist auch ein Wärmemantel immer gar nicht schlecht. Zu Hause hat man die Möglichkeit, mit einem Kirschkernsäckchen zu arbeiten, was im Backofen oder in der Mikrowelle warm gemacht wird. Oder eine heiße Rolle. Dazu wird ein Handtuch in Trichterform gewickelt. Es wird warmes Wasser eingegossen, nicht kochendes. Und dann wird die verspannte Muskulatur abgetupft. Das wäre an der Hüfte, wo sie jetzt die Arthrose hat. Eine schwere Hüftarthrose im Hüftgelenk, wäre das die Oberschenkelinnenseitemuskulatur. Des Weiteren sollte man noch darauf achten, dass die Beweglichkeit erhalten bleibt oder verbessert wird, da oft im Sinne eines Kapselmusters dies eingeschränkt ist. Dazu zählen Möglichkeiten wie das passive Bewegen, was auch der Besitzer daheim gut machen kann. Weitere Hausaufgaben bekommen dann die Besitzer von mir, wenn es um das Stabilitätstraining geht, was auch unter physiotherapeutischer Anleitung geschehen sollte. Und dann später noch ein Muskelaufbau. Da kann man dann mit verschiedenen Sachen arbeiten, wie zum Beispiel der Schwimmtherapie, Unterwasserlaufbahn, Gewichtsmanschetten, Theraband oder andere Möglichkeiten.